Tratos is being held in a hospital prison facility within this sector. Avoid detection and rescue Tratos from the facility. Once he is out, a transport will be sent in to evacuate him. Once Tratos is clear, destroy all Nod forces in the area to prevent further experimentation. Establishing battlefield control. Stand by. The medical facility is located to the west. We must get Tratos out of that facility. But try to be subtle. If we're detected, he's as good as dead. Ja, damit zurück bei Humanikbunker Teil im Warzone. Ganz wichtig, erst einmal alle Hotkeys. So, um dann du. Lippen? Aber diesen Panzer brauchen. Übrigens, Mutanten halten in diesem Teil ultra wenig aus. Ist jetzt nicht zu vergleichen wie in den normalen Teil, weil ich spiele mit dem Patch 1.0. Mit den aktuellen 2.8 dürften die Mutanten deutlich mehr aushalten. Weil so gesehen, Ghostwalker ist eine saustarke Einheit und im normalen Teil halt der Argo ziemlich was aus. Aber in diesem Teil, das was er aushält, ist nicht viel. Den hier auf. Organ kommt hier hin. Hier kommt einer hin. Das hier.
Gut. Den ungefähr hier auf. Ja, das ist super. Braucht jemand von euch Heilung? Nee. Mal hier rein vielleicht. Übrigens, es gibt dann auch nochmal irgendwie was, das man hier rum kann. Funktioniert auch. Aber es ist deutlich schwieriger. Bewusst gespeichert, weil ich kenne mich. Dieser Panzer ist weg. Übrigens, man kann auch hier durch. Und die bleibt ja zurück. Okay. Sag's mal so, das hat mehr als überhaupt nicht funktioniert. Thank you.
Okay, das war dann gar nicht mal mehr so weit weg. Dass wir die meisten Wachen wegkriegen, weil wir haben ja gerade gesehen, was passiert. Oh. Man kommt hier durch, ja. Aber diese Tage müssten theoretisch auch ein bisschen mehr Schwund machen. Jetzt sollten wir ein gutes Spiel haben. Haben wir das noch? Hier ist ein Cyborg, den habe ich ja gar nicht gesehen, okay. Ich hoffe, dass... Weil der Schwierigkeitsgrad ist... auch ein bisschen davon abhängig, dass die ganzen Einheiten mehr Schaden an unseren Einheiten machen. Okay, das geht dann schon.
runter. Wir haben hier unten drei Tiberiumpflanzen. Hier oben haben wir ein bisschen Tiberium. Übrigens, diese Hand von Not, wenn ihr nicht zerstört kommt, in Cyborg plus zwei Infanteristen noch mit raus. Und das kann man sozusagen damit umgehen, dass man die Kaserne sozusagen macht. Jetzt erzählt mal Jan. Bye. Der Tiberian ist hier. Nichts mehr. Weil der nur die Mutanten sozusagen bei den Mutanten immer ist. Doch, ihr könnt hier durch. Und hier doch, das weiß ich. Ah, oder die sind ja nur Infanterie kommt hier. Das kann natürlich. In dem Teil rentiert es sich nicht unbedingt, Sammler besser die Tiberium-Raffinerien zu verkaufen, weil man nur 1000 rauskriegt in den anderen Teilen. Zum Beispiel, normal kostet eine Tiberium-Raffinerie nur 2000. Auch mit dem Mod kostet die nur. Da bin ich mir sicher. Aber deutlich weniger. Sonst. Jetzt machen wir schon mal zwei Wander, das geht jetzt noch deutlich schneller. Und ich glaube, im neuen müssen wir auch sehr stark auf Tiberium-Silos gehen, so viel ich gesehen habe. Weil die Menge ein Raffinerie ist extrem klein. Nicht so wie hier, dass das wirklich viel aufnehmen kann. Die Lagermenge ist extrem gering. Building. You
Wir haben so ein paar Mutanten. Unit ready. Insufficient funds. Unit boss. Es war klar, dass die nach und nach gehen. Unit ready. Unit ready. Unit ready. Weil wir brauchen noch ein paar Mann. Bisschen bessere Eco. Weil die Waffenfabrik möchte ich gewinnen. Vielleicht eins der Ethereum Silo. Auch daneben. Wir bringen Energie. Ansonsten könnte es hier sehr schön. Construction complete. New construction options. Building. Building. Construction complete. Building. Parkland. Und zwei Raffinerien sollten für die diese Mission wirklich sein. Ja. Auch damit an. Mehr Einheiten nach und nach zu bauen. Gehen nach und nach. Ich möchte hier noch einen Vulcan Tower. Dass man dann sozusagen unsere Einheiten hier das verlassen und dann stehen wir ganz schnell ganz dumm da. Das braucht man nicht. Ah, es ist ein Sammler. Machen wir mal einen Sammelpunkt hier hin. Plus hier auch nochmal einen Sammelpunkt hier vorne. Zugabwehr brauchen wir in der Mission nicht.
Die Not nicht. Unit ready. Unit ready. Unit ready. Unit ready. Insufficient funds. Es sollte doch nach und nach doch kaputt gehen, hoffe ich. Speichere ich aber mal. Wie stand? Fabrik hier weg, weil dann kann der schon mal keiner hin. Ready.
muss dann echt nochmal schauen, wie der Tastenkürzel ist, dass ich nur eine Einheit eines speziellen Typs auswählen kann. Weil es wäre teilweise echt super. Ah, da unten steht noch der Cyborg. Den muss man. Greif mal den an. Prozent. Gefällt. Aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Also, bis dahin.